Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Wir haben jetzt demnächst eine Wahl in 10 Tagen, am 30.05. Und die Beliebtheit sieht gerade nicht so gut aus. Und ich habe ein Gesetz in Auftrag gegeben, das sorgt dafür, dass der Präsident dann von dem Parlament gewählt wird. Das bringt nochmal ein bisschen Beliebtheit ein. Das Problem ist, das habe ich gerade durch Testen erfahren. Ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, die komplett schief gegangen ist. Dadurch geht dann Wahlkampf los. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Also da kommt dann danach noch direkt eine Präsidentschaftswahl. Aber gut, wir machen das jetzt so. Es wäre ganz schön, wenn ich noch irgendwie Beliebtheit kriegen würde. Beliebtheit kriegen würde vor der Parlamentswahl, um möglichst viele Abgeordnete zu kriegen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht genau, was ich am besten tun sollte, um das Ziel zu erreichen. Auf jeden Fall werde ich, wenn das Gesetz durch ist, was die Wahl durch das habe ich halt auch nicht vorher nicht mitgerechnet. Wenn ich den Staatschef durch das Parlament wählen lasse, dann darf das Parlament auf einmal auch wieder über Gesetze abstimmen. Obwohl es das eigentlich nicht darf. Aber das darf es dann, wenn es den Präsidenten wählt, dann stimmt es auf einmal auch über Gesetze ab. Das wusste ich nicht, dass es so sein wird. Das heißt, ich möchte das Parlament dann direkt wieder entmachten, wenn es die Macht hat, den Staatschef zu wählen. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Das heißt, wir lassen uns jetzt quasi, wir machen die Präsidentschaftswahl, wir lassen das Gesetz durchgehen, dass der Staatschef durch das Parlament gewählt wird. Ich werde es dann vielleicht sogar nochmal ändern, dass der Staatschef direkt von der Bevölkerung gewählt wird. Die terroristische Organisation ist... Werde ich vielleicht direkt so ändern. Das hatte ich mir nämlich vorhin auch überlegt. Die Terroristen. Aber ich lasse erstmal die Wahl stattfinden. Oder gibt es noch irgendwas, was ich für Beliebtheit tun könnte? Ich würde halt ganz gerne auf 100% landen. Was man vielleicht machen könnte. Wie ist eigentlich die Kriminalitätsrate ist hochgegangen, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde. Ich weiß halt nicht, ob das Menschenrechte. Ich glaube, es schränkt die Menschenrechte ein, wenn ich die Videoüberwachung erhöhe. Vielleicht soll ich es lieber nicht machen. Wie viele Polizisten haben wir eigentlich? Sind wir da jetzt eigentlich mittlerweile auf Platz 1? Ja, sind wir. Cool. Das heißt, da müssen wir nicht unbedingt viel mehr tun. Was könnte noch Beliebtheit bringen? Was die Partei auch machen würde. Ist egal. Wir dürften die Wahl sowieso gewinnen. Wir müssen ja... reicht, wenn wir eine Mehrheit haben. Viel mehr brauchen wir nicht. Ich lasse jetzt erstmal die Wahl passieren. Lassen wir uns wählen. So. 88% Beliebtheit. Das dürfte in Ordnung sein. So. Guten Abend. Genau, jetzt gucken wir uns mal. Huch, da sind wir, glaube ich. Das dürfte unsere Partei sein. Warum kriegen die auf einmal so viele Stimmen? In der Folge, die ich vorhin aufgenommen habe, haben die nicht so viele Stimmen gekriegt. So, gibt es jetzt einen Wahlgang oder zwei? Sonst gab es immer zwei. Ich glaube, die Wahl ist durch. Okay. Offizielle Ernennung, genau. Das ist irgendwas wegen Raumfahrt, das hatte ich vorhin auch in meiner gescheiterten Folge, wo alles runter drüber gegangen ist. Ich hatte halt die ganze Folge lang über... Oder am Ende der Folge bin ich abgesetzt worden und dann war die ganze Folge quasi hinüber, deswegen habe ich die weggeschmissen. So, dann speichere ich nochmal. Und jetzt werde ich nochmal...
jetzt werde ich nochmal das Gesetz so ändern, dass der Präsident direkt von der Bevölkerung gewählt wird. Das habe ich mir überlegt, mache ich dann lieber mal. Vielleicht, das ist vielleicht noch demokratischer. Dann ist halt der Plan, dass wir uns immer von den Leuten halt wählen lassen, indem wir versuchen, die Beliebtheit hochzuhalten. Und dann, ja, ich hoffe mal, dass es so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Also ich würde jetzt sagen, ach nee, das ist, glaube ich, hier unter Staatsoberhaupt, Staatschef ernennen, genau, Wahl durch Bevölkerung, das müsste angenommen werden, öffentliche Meinung ist mir egal, ja, das dürfte wahrscheinlich durchkommen, Wahl durch Bevölkerung, und wenn das durchkommt, dann gibt es jetzt auch sofort eine Präsidentschaftswahl, die losgeht. Ist halt die Frage, ob wir die noch machen wollen, quasi auf eine normale Weise. Weiß ich jetzt nicht genau. Das weiß ich jetzt nicht genau. Die wäre dann, die war beim letzten Mal, bei der Folge, die ich eben gemacht habe, war sie im Oktober. Aber für die Sachen, die ich machen möchte, bräuchte ich halt ein Parlament, das, da bräuchte ich ein Parlament, das mir nicht in die Quere kommt. Ich habe nämlich Dinge vor. Habe ich die gerade schon angeteasert? Ich weiß jetzt nicht. Ich hab einen krassen Kurswechsel vor, nochmal, um die Ziele des, um das Land glücklicher zu machen, zu verfolgen. Vielleicht später dazu mehr. Aber ich möchte erst nochmal ein bisschen weiter demokratisieren, ohne dem Parlament Macht zu geben. Mit Wahlen könnte das halt schon klappen. So, jetzt gibt es halt gleich, die Abstimmung. Das Gesetz ist durch. Die Bestattung wird. Was? Begräbniszeremonie des berühmten Verbrechers. Ein berühmter Verbrecher? Sehr merkwürdig. Naja, gut. So, das ist durch. Jetzt dürfte es halt gleich, genau, jetzt gibt es im Oktober gibt's Präsidentschaftswahlen. Nun, dafür bräuchten wir halt eine hohe Beliebtheit, ne? Damit das ganz gut läuft. Es ist halt noch eine Weile hin. Das ist jetzt nicht so eilig. Ich werde nochmal speichern gerade. Und dann möchte ich eigentlich ganz gerne das Parlament wieder direkt wieder entmachten. Nun muss ich halt dafür sorgen, dass währenddessen die Beliebtheit hoch ist. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Das könnte etwas schwierig werden. Also Parlament davon überzeugt, zu überzeugen, dafür zu stimmen, sich selbst zu entmachten, das ist nicht schwer, ne? Wir machen eine Fernsehansprache und sowas, dann kriegen wir das hin. Ja, knapp, aber das klappt. Müssen wir halt die Beliebtheit hochhalten. Ich nenne das nochmal als Reform, falls wir da noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten müssen. Parlament nenne ich die, damit ich weiß, was gemeint ist. Reform erschaffen. So, und das dürfte durch die Fernsehansprache ganz gut ankommen. Genau, das kriegen wir halt durch, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Beliebtheit, die müssen wir halt hochhalten, ne? Die wird jetzt nicht massiv runtergehen. Wir haben ja Meinungsfreiheit im Land eingeführt. Das macht die Sache halt nicht einfacher. So, jetzt gibt's Aufstände. Ja, ich lass das mal auflösen. Hier gehe ich auch in Position. Und dann muss ich halt eventuell noch andere Sachen machen. Um an Beliebtheit zu kommen. Ihr geht mal dorthin. Also, ne, halt einfach auf den Platz drauf, wo die ganzen Leute sind. Ich weiß nicht, ob die woanders hinrennen oder sowas, aber ja. Geht mal da drüber, hinter den Platz. Und jetzt wird's halt heiß. Jetzt geht's heiß her. Na? Ihr geht mal da runter jetzt. Ja, die meisten werden verscheucht. Genau, die haben sogar schon aufgegeben. Gut, das ging schnell. Ja, ich weiß. So, und jetzt hier noch. Genau, ihr verscheucht die halt von hier. Ja, die meisten sind weg. Ja, aber das klappt ganz gut. Jetzt haben wir noch Straßenblockaden.
Kann man auch versuchen aufzulösen, wobei vielleicht nicht unbedingt nötig ist. Weiß ich jetzt nicht genau. Mal schauen. Mal schauen, wie sich das alles verhält. Hallo, ich habe keine Lust mit dir zu verhandeln. Sorry. So. Achso, Nachrichten wegklicken. Brauchen wir nicht. So. Und jetzt abwarten. Erstmal. Oh, das ist ein neues. Weg damit. Es gibt schon wieder einen Aufstand. Achso, wahrscheinlich, weil wir den aufgelöst haben. Ärgerlich, dass wir jetzt noch einen haben. Das war jetzt unnötig. Hätte man vielleicht auch anders lösen können, dass wir nicht zwei Aufstände kriegen. Sondern dass es bei einem bleibt. Naja. Naja. So. Jetzt bleibt die Zeit stehen, weil er berechnet. Ist da oben noch hin. Es gibt auch noch einen Streik. Gegen wirklich alles, um das zu verhindern. Jetzt bräuchten wir halt nochmal irgendwie Beliebtheit eigentlich, ne? Eigentlich kein Problem. Weil ich ja davon ausgehe, dass wir das Gesetz durchkriegen. Das ist am 3.7. kommt es durch. Dann werde ich einfach kurz vorher noch irgendwelche Gesetzesvorhaben vorschlagen, die nicht angenommen werden. Werden würden vom Parlament, aber wo das Parlament dann sowieso nicht mehr abstimmt darüber. Das könnten wir machen. Heißt ja, wir warten jetzt noch mal ein paar Tage. Moment, ich speichere gerade noch mal, weil die Beliebtheit gerade so niedrig ist. Ich traue dem Frieden nicht. Das heißt, den Frieden. Frieden herrscht hier gerade nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Glaube ich. Ich bräuchte auch mehr Geld. Und ich sag einfach mal, was ich für meinen Kurswechsel geplant habe. Und zwar glaube ich, die Ziele, die wir jetzt noch erreichen, Wohlstand des Landes erhöhen und vor allem das mit der Arbeitslosigkeit, die halt ein Riesenproblem ist, die kriegen wir, glaube ich, durch so in dem Zustand des Landes nicht gesenkt. Sonst bleiben wir halt immer bei 3-4% hängen bei der Arbeitslosigkeit und ich hätte gern Vollbeschäftigung, um da möglichst viele Punkte zu kriegen. Und ich glaube, auch den Wohlstand des Landes kann man ganz gut erhöhen, indem man die Wirtschaft verstaatlicht, weil man dann mehr Kontrolle darüber hat. Deswegen möchte ich ein paar Steuern erhöhen, das wird erst die Wirtschaft schwächen, auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, dass wir das Geld, was wir dadurch einnehmen, dann ganz gut nutzen können, um die Infrastruktur zu verbessern und um dann später das Geld wieder in die Wirtschaft reinzustecken, um die Wirtschaft zu fördern. Ich weiß halt nur nicht genau, was mit der Inflation passieren wird. Das weiß ich nicht, weil mit Inflation, die habe ich früher, die meiste Zeit, die ich das Spiel schon spiele, habe ich die Inflation immer unterschätzt. Was die halt für eine Auswirkung hat auf, jetzt gibt es schon wieder ein ZN. Krass. Vor allem, es gibt eine Hungersnot in der Schweiz. Warum gibt es eine Hungersnot in der Schweiz? Was ist mit der Schweiz los? Ich weiß es nicht. So, Überschuss, das ist schön. Das ist ganz schön, aber ich kümmere mich gerade mal nicht darum. So, jetzt haben wir, ich speichere nochmal. Jetzt haben wir den zweiten und am dritten ist dann das Gesetz durch für das Parlament und so. Ich werde jetzt nochmal ein Gesetz rausbringen, was bei der Bevölkerung gut ankommt und einfach eine Steuererhöhung. Ich weiß nicht genau, wie sich die Steuererhöhung auswirken wird auf die Wirtschaft, aber das werden wir halt beobachten. Und zwar werde ich Gewerbesteuer auf 100% anheben, weil wir brauchen sehr viel Geld. Ich möchte nämlich die ganze Wirtschaft verstaatlichen und das kostet sehr viel Geld. Ich weiß, es wird der Wirtschaft nicht gut tun, aber wir brauchen das Geld. Ich weiß halt nur nicht, wie sich das auf die Inflation auswirken wird. Das ist halt noch so ein gewisses Risiko. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach so, nee. Hallo, ich bin in einem. Nee, es funktioniert so nicht. Warum funktioniert das so nicht? Kommt der Anruf sowieso, egal was ich mache, oder? Warum kommt das? Ich muss jetzt nochmal den Tag weiterlaufen lassen. Im Zweifelsfall muss ich vielleicht vorher schon irgendwas machen. Warum kommt das so?
bei 20% schon, dass man abgesetzt wird, bei 20% mit diesem Anruf? Das kenne ich so eigentlich, kenne ich das so? Weiß ich jetzt nicht. So auf Anhieb nicht. So auf Anhieb nicht. Dann lasse ich mal ohne was zu machen weiterlaufen. Ob dann trotzdem dieser Anruf kommt. Halte ich für untypisch. Weil momentan ist ja Ruhe im Land. Ich bin unbeliebt, aber es ist Ruhe im Land. Nee, das Ding kommt trotzdem. Ach, das ist doch ärgerlich. Warum kommt das trotzdem? Okay. Jetzt kommen wir schon wieder nicht wirklich weiter. Ich glaube, die Beliebtheit muss höher sein. Aber wie macht man das am besten? Jetzt bin ich nochmal einen Spielstand zurückgegangen. Was mache ich denn da am besten? Wenn ich das jetzt schon mache. Von mir aus durch verschiedenste Steuern. Einfach, dass die... Moment. So und so. Machen wir die Steuer auch noch gleich mit hoch. So. Vielleicht. Und dann kommt direkt dieser Anruf. Hallo, ich bin in einem Hotel in der Stadtmitte. Das verstehe ich halt nicht genau. Weil normalerweise 20%, wir werden ja nicht von der Partei abgesetzt. Das verstehe ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Gut, dann werde ich nochmal was anderes probieren. Und zwar die Zahl der Ärzte und Lehrer erhöhen. Ich kann ja wieder senken bei Bedarf, aber dann werde ich das probieren. Das ist nicht so ein krasser Eingriff in die Wirtschaft. Weil ich verstehe nicht, die Sachen, die ich mache, die kommen ja bei der Bevölkerung gut an. Also, ne, also das unmittelbar triggert. Also, die Steuererhöhung, die ich gerade gemacht habe, nach der das direkt kam, die kommen ja bei der Bevölkerung gut an. So, ich verdoppel jetzt einfach mal die Zahl der Ärzte und Lehrer. Werde ich nicht so beibehalten, aber ich mache das jetzt mal so. Gucken, wie das ankommt. So, jetzt ist 100% Beliebtheit. Dann warte ich jetzt mal ab, wie das Parlament abstimmt über seine eigene Entmachtung und ob wir dann wieder abgesetzt werden. Jetzt steht es bei 75%. Hat jetzt halt super viel Geld gekostet, klar. Deswegen werde ich das auch hinterher wieder abschaffen. Wenn das Parlament halt entmachtet ist. Werde ich vielleicht auch ein paar andere Gesetze wieder ändern. Zum Beispiel Pornografie würde ich auch mal gerne senken. Weil die viel zu hoch ist. So, jetzt ist das Gesetz durch. Das ist Parlament entmachtet. Okay, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt müssen wir halt nochmal die Aufstände beenden. Und dann kann ich hinterher nochmal die Zahl der Ärzte und Lehrer wieder senken. Ach man, ist das immer aufwendig. So. Ja, vor allem war es vielleicht nicht die beste Idee, das Land vorher zu demokratisieren und dann, ich wusste halt nicht, dass nur weil ich der Parlament die Macht gebe, den Präsidenten zu wählen, dass sie dann auf einmal auch über das Gesetz abstimmen dürfen. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum das unmittelbar zusammenhängen muss. Es kann auch sein, wie, ne, wie im Deutschen die Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Sind jetzt alle vorbei, die Aufstände? Ja. Die Bundesversammlung, die Bundespräsidenten wählt, das könnte ja auch sowas in der Richtung sein, ne? Sowas, was halt einfach nur dazu da ist, um den Präsidenten zu wählen, wäre das Parlament dann. So habe ich mir das vorgestellt, aber das sieht das Spiel wohl anders. Aber naja, gut. So, wenn Ruhe eingekehrt ist, dann speichere ich nochmal. Das haben wir halt noch hier so ein Sit-In.
das ich gerne auflösen möchte. Das wird vielleicht nochmal einen Aufstand triggern. Dann nochmal für Ruhe sorgen. Huch, wie sieht's denn hier aus? Da fehlt was auf der Karte. Jetzt ist nochmal ein Streik losgegangen. So, geht mal dahin. Schön die Leute verscheuchen. Wobei, das sind auch noch welche. Moment, einen Teil von denen schicke ich mal dahin. Um die Leute zu verscheuchen, genau. Oh, Industriespinage habe ich gerade gelesen. Das nehme ich natürlich gerne mit, wenn ich es finde. Ja, hier. Wobei das wahrscheinlich keinen Erfolg hatte. Hatte bis jetzt nie Erfolg. Naja, mal schauen. So, jetzt. Genau, verscheucht sie. Ich glaube, wir haben es wieder. Dann ist jetzt Ruhe im Land. Genau. So, jetzt haben wir Ruhe. Jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Huch, jetzt habe ich, glaube ich, was überschrieben. Ist egal, nicht schlimm. Okay, dann war es das für die Folge. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann endlich wieder... Wenn ich dann, glaube ich, wieder das machen kann, was ich machen möchte, sozusagen. Und nicht mich mit den Leuten so sehr rumschlagen muss, wie jetzt in dieser Folge. Mal schauen, wir werden sehen, wie es aussieht. Also, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen. Leider ist das Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.